Mein Name ist Kito, Regio TV und ich fahre mit der S3 heute in die Stadt. Na, 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 na. Kito, ich hab's voll verzockt. Komm rein. Kito ist heute mein Gast mit meinem Spickzettel. Ich konnte mir es nicht merken. Aber jetzt müssen wir in die S3 und ich glaube, jeder hat diesen Satz verstanden. So, hereinspaziert. Ich finde das sehr cool. Das ist die coolste Location, die ich bis jetzt hatte für ein Interview. Du darfst als mein Gast natürlich entscheiden, willst du sitzen oder willst du stehen? Am liebsten sitzen. Okay, wir suchen unseren Sitzplatz. Dann komm. So. Kito, wir sitzen nicht ohne Grund in der S3. Warum? Das erzählen wir gleich noch. Jetzt ist die Frage, fährst du gerne rückwärts? Nee, normalerweise immer vorwärts. Ja komm, wir tauschen, du bist mein Gast. Du darfst natürlich. Du bist Rapper. Genau. Du kommst aus Schweigheim. Richtig. Wie lange machst du schon Musik? Also Musik mache ich schon seit ich 16 bin. Da habe ich angefangen Texte zu schreiben. Und professionell habe ich es dann seit 2 Jahren gemacht. Wieso kam auf einmal der Wandel, dass du gesagt hast, okay, ich muss es umändern vom Laien zum Profi? Ja, also ich habe mich damals von meiner damaligen Freundin getrennt, habe dann am selben Wochenende meinen Beat-Producer kennengelernt, Paddy Beats. War das Zufall? Ja, war reiner Zufall. Witzig, auf einer Party. Wie das Schicksal manchmal so ist. Ja, ne? Haben wir uns kennengelernt, alles war aufgelockert durch die Party. Dann habe ich dort ihm auch was vorgerappt. Dann haben wir uns getroffen und sofort das erste Lied gemacht, das dann auch schlussendlich zum ersten Musikvideo wurde. Und ja, ab da ging's los. Ja, ja, sehr cool. Und wir möchten natürlich auch hören, wie das klingt, weil wenn ich so jemanden wie dich da habe, der muss natürlich rappen. Wie sich das anhört, das hören Sie gleich. Vorher schalten wir meinen ersten Beitrag. Also bis gleich. Ich muss in meinem Leben öfters Todesnachrichten überbringen, wo von einem Moment auf den anderen nichts mehr so ist, wie es war. Bringt schon Erinnerungen auch zurück, wenn man sieht, wie die Molotow-Cocktails fliegen oder auf dem Boden liegen. Das sind alles Bilder, mit denen ich was anfangen kann. Ich war eingesetzt zum Anfang meiner Zeit als Konfliktberater in Winnenden bei diesem schrecklichen Amoklauf. Und da waren diese Bilder, die im Hintergrund einfach Realität. Die Kolleginnen und Kollegen sind reihenweise zusammengebrochen. Ich war Gruppenführer bei solchen Großeinsätzen in Berlin oder anderswo in Deutschland und habe das alles erlebt. Ich habe dieses Projekt im Visier ins Leben gerufen, weil ich der Meinung bin, dass man auf eine andere Art und Weise über die Polizeiarbeit reden sollte in der Öffentlichkeit. Und genau das schafft Bernd Köstlin. Durch die Bilder hat der Betrachter die Möglichkeit, den Menschen hinter der Uniform zu sehen. Mit all seinen Schwächen, mit der Überlastung, mit dem Umgang mit Aggressionen und mit traurigen Situationen. Sein Ziel ist es, Polizistinnen und Polizisten mit anderen Augen anzuschauen. Nicht nur die Institution sieht, der Polizist hat immer zu funktionieren, sondern auch den Mensch, den Familienmensch. Für sein Projekt hat er einfach Künstler angefragt, ob sie bereit wären, Bilder zu diesem Thema zu malen. Einer von ihnen ist Thomas Schütz. Den hat das Thema sofort interessiert. Der Alkoholismus oder die Flucht in den Alkoholismus aufgrund der starken Stressbelastung, der mich sofort interessiert hat. Und ich finde, dass es verhältnismäßig wichtig ist, da einerseits die Polizeiarbeit in unserer Gesellschaft und in den Medien auf eine sehr irreale Art und Weise sehr präsent ist und die tatsächlichen Probleme, die diese Menschen, die Tag für Tag für uns im Kopf hinhalten, nicht wirklich in einer entsprechenden Art und Weise dargestellt werden. Die Vernissage im Café Altes Rathaus in Neubulach ist ein voller Erfolg. Die Bilder sind dort noch bis zum 26.11. ausgestellt. Meiner Meinung nach ein tolles Projekt, von dem wir noch viel hören werden. Also ich würde mir wünschen, dass man den Mensch hinter der Uniform immer sieht. Und deswegen spricht die Ausstellung auch eine wunderbare Sprache in genau diese Richtung. Ja, auch die Menschen öffnet für das, was ihnen da gezeigt wird, andere Perspektiven. Und die erste Gespräche jetzt hier waren in der Tat genau dieser Effekt, dass die Leute sagen, ich empfinde Polizei ganz anders, wie ich das vorher gesehen habe. Yeah, und jetzt schreien sie alle Buyaka, denn ich bin heute mit meinem Bruder da. Mein Brother von Manata, Mata, Kamerun, Motherfucker, vergewaltige die Rapper, wenn die wieder Kacke labern, mache nicht auch krasse Macker, wenn du mit der Ackerballer, nimm mit deiner Räuberbande, Pate weg wie Alibaba. Yeah. Diese Schnelligkeit, wie kriegt man die? Ist das Übung? Also ja, man muss natürlich ein gewisses Talent mitbringen, aber Übung natürlich auch. Also, schau, ja, dahinter, dass man den Text so schreiben muss, damit man es auch schneller rappen kann. Das heißt, du schreibst deine Texte auch selbst? Ja, komplett. Um was ging es gerade in dem Song, wenn alle ihn nicht verstanden haben, weil es einfach zu schnell war? In dem Song ging es eigentlich so,
es muss nach vorne gehen auf die Kacke, also dass die Leute auch was zum Kopfnicken haben und es einfach abgeht. Das heißt, wenn man auf deine Konzerte kommt, soll man Spaß haben oder was willst du den Leuten vermitteln? Also bei meinen Songs, die meisten sind ja Themensongs, wo ich ja was vermitteln möchte, aber manchmal sind es auch einfach Songs, die nach vorne gehen, damit die Leute auch Spaß haben, aber ich versuche das immer so geschickt zu verpacken, dass man von beidem etwas hat. Hast du schon mal irgendwie ein cooles Kompliment gehört, wo du gesagt hast, Mensch, das ist mir hängen geblieben und genau das will ich mit meiner Musik erreichen? Also bei meinem aktuellen Song Reich, da geht es ja darum, da erzähle ich davon, von dem Leben, das ich gern hätte oder wie als wäre das aktuell, aber betone immer am Ende, dass es noch nicht so ist, also dass ich das anstrebe. Und da habe ich öfters Nachrichten bekommen, dass die Leute gesagt haben, ja, morgens gehen die in die Schule, haben gar keinen Bock, dann knallen sie erstmal das Lied rein ins Auto. Ich höre Stimmen in meinem Kopf seit Tag 1, die mir sagen, Bruder, füll dein Sparschwein. Das motiviert sie dann dorthin zu gehen, damit sie ihre Ziele erreichen. Oh, das ist aber ein sehr, sehr cooles Kompliment. Ja. Perfekt. Wir reden gleich noch ein bisschen mehr über dich und dein Leben und schalten vorher in die Werbung. Also bis gleich. So, wir sind zurück mit Kito und wir sind in der S3. Wir haben immer noch nicht aufgeklärt, warum wir überhaupt in der S3 sind. Das machen wir ganz am Ende der Sendung. Vorher möchte ich noch mal ganz kurz darüber sprechen. Du hast deinen aktuellen Song angesprochen, Reich, und da redest du darüber, was für ein Leben du anstrebst. Also ich spreche über Statussymbole auch, also ist ja heutzutage in der Gesellschaft so, dass die Leute anstreben, ein schönes Auto zu fahren, gute Klamotten zu tragen oder einfach ein optimales Leben zu führen mit einem gewissen Lifestyle, und davon erzähle ich einfach. Aber das ist ja nicht das, was du wirklich anstrebst, oder? Ja, zum Teil, also ich sag mal so, man strebt ja eigentlich nach dem Glück, oder eigentlich mein Ziel ist ja am Ende zufrieden zu sein. Wann bist du denn zufrieden? Das kann ich noch nicht sagen. Aber wenn man wirklich zufrieden ist, das dauert, glaube ich. Da sind viele Aspekte. Da zählt ja die Familie dazu. Was hat deine Familie gesagt, als du gesagt hast, so, ich mache jetzt Musik? S3 nach und auch noch Rap. Als ich damals mein erstes Lied gemacht habe, das hat meiner Mutter sehr gut gefallen. Ja, das waren meine damalige Freundin, meine erste Freundin. Und zu der Zeit hatte ich ja nicht viel Geld. Ich war in der Schule. Dann habe ich gedacht, ja, okay, schreibe ich ein Lied über sie, über uns, und habe es ihr dann zum Einjährigen geschenkt. Oh, wow. Ja, und ja, da hat sie dann geweint. Also das Lied finde ich heutzutage ein absoluter Albtraum von Qualität. Aber das und ist voll oft so als Künstler, gell? Wenn ja, man sich, ja, aber zu der Zeit habe ich gedacht, wow, das ist das Lied. Meine Mutter war glücklich, meine damalige Freundin auch. Bei mir war das so. Kito, wir quatschen gleich weiter. Ja. Schalten in meinen nächsten Beitrag und sind gleich wieder da. Ja, heute kriegen Sie mal Backstage einen Einblick. Wir sind hier im Stage Palladium Theater. Momentan ist hier alles noch im Aufbau. Die Premiere von Anastasia ist ja am 15. Und wir sind hier beim Dennis. Grüß dich, du bist für die Technik zuständig. Ja, für den Ton, ja. Für den Ton. Was passiert, wenn ich das jetzt runterziehe, diesen Knopf? Erstmal gar nichts. Darf ich mal? Ja, klar. Super. Ist das sehr aufregend, dieser Job als Tontechniker hier im Theater? Ja, also schon, ja. Es kann halt immer was passieren. Ne? Und gerade so ein Aufbau ist doch immer sehr spannend, ja, weil das wieder was Neues ist und ja, das ist schon eine spannende Phase auf jeden Fall. Der anstandshalber machen wir den Knopf wieder hoch. Ich sage vielen Dank und viel Spaß noch. Ja, gell? Danke, ciao. Das ist eine hochauflösende Wand, also man muss sehr, sehr, sehr nah rangehen, um überhaupt die einzelnen Punkte sehen zu können. Also im Prinzip kann man 2 Meter davon entfernt stehen und Fußball gucken oder was man immer möchte. Ja, wir sind gerade noch auf der Bühne, und wenn Sie mal einen Blick hier runter werfen, da sitzen die armen Musiker, die keiner sieht, aber die für diesen tollen Sound sorgen. Ich finde das ja persönlich sehr schade, aber so ist das Leben eines Musikers bei einem Musical. Diese ganzen Requisiten, die wir hier sehen, ne? Werden die eigentlich extra gebaut? Werden die hergekarrt? Wie funktioniert das?
Also alles, was man hier auf der Seitenbühne im Stage Palladium Theater sieht, ist auch für die Produktion Anastasia. Es wird alles eigens erstellt, gebaut, gezimmert, geflext in verschiedenen Studios und dann eben hier zusammengetragen, aber alles wirklich extra für die Show hergestellt. Ja, Reto, du bist wirklich der Mann, der meinen Traumjob hat. Du bist umgeben von tollen Kleidern. Das ist jetzt das teuerste und schönste Kleid von der Hauptdarstellerin. 45 Sekunden hat sie Zeit, da reinzuschlüpfen. Wie schafft man das? Mit einer eingespielten Choreografie. Also wir haben immer nicht nur auf der Bühne Choreografie, sondern auch Backstage. Also es ist alles geprobt, abgesprochen, wer macht die Schuhe unten, wer macht oben den Reißverschluss. Also es ist auch mit vielen Proben nur für die Umzüge verbunden natürlich. Ja, und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mal so einen Blick hinter die Kulissen bekommen habe und Menschen kennengelernt habe, die an so einer Riesenproduktion wie dem Musical Anastasia mitarbeiten, dann hat man irgendwie noch mehr Lust reinzugehen, weil man denkt so, ja, jetzt will ich sehen, was ist denn das Ergebnis? Ich würde es Ihnen auf jeden Fall empfehlen. Ich denke, Anastasia ist ein wunderbares Musical. Na. So, Kito, wir sind am Ende. Erstmal möchte ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht, dich ein bisschen näher kennenzulernen. Meine Sendung endet traditionsgemäß mit 2 Veranstaltungstipps. Ich habe tatsächlich, ich glaube, es ist das 3. Mal in meiner Sendungskarriere, dass ich vergessen habe, einen Veranstaltungstipp vorzubereiten. Nicht schlimm, ich habe einen vorbereitet. Ja. Du rettest uns also. Also dein Tipp bitte in die Kamera. Am 16.11. fahren wir mit der S3 in die Schräglage, also nach Stuttgart zur Schräglage. Da ist die Veranstaltung Flexen. Cool. Da legt unser guter Freund Besar DJ Beats auf. Flughafen, und Messe. Auf jeden Fall nächste ein Bus dorthin zu gehen. Und vor allen Dingen müssen wir jetzt aufklären, wir sitzen in der S3, weil du hast nämlich einen Song auch über die S3 gemacht. Genau, richtig. Und wir verabschieden uns schon mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und Sie dürfen jetzt noch mal den Song über die S3 hören. Genau. Baby 07, 11, 0 Uhr Mitternacht, kippe mir den Sea Rock straight in den Cup. Babys fragen, wo hast du dein Auto geparkt? Doch ich kam mit der S3 heute in die Stadt. Na, 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 na. Ich geh heute weg, ich geh heute weg, Mann. Mit der ganzen Gang, wir fahren mit der S-Bahn. Kippe den C-Rock, ich trinke nur Wodka. Diggi, hast du Bock? Ich hab bisschen Notka.